zwei Runden sind in der Landesliga noch ausständig, die meisten Entscheidungen sind aber schon gefallen. St. Pauls steht schon seit 2 Wochen als Meister fest und steigt in die Oberliga auf. Farn, Natz und Moos müssen hingegen zurück in die erste Amateurliga. Äußerst spannend bleibt der Kampf um den 4. Abstiegsplatz, in den noch 3 Mannschaften verwickelt sind. Der Tabellen-11. Neumarkt mit 30 Zählern, Schlern mit 29 und Freienfeld mit 28. Schlern spielt am Sonntag auswärts in Stegen. In Neumarkt kommt es hingegen zum direkten Duell zwischen den Gastgebern und Freienfeld. Die Unterlandler kommen von 3 bitteren Niederlagen in Folge. Neumarkt verlor 0:3 gegen Stegen, 0:6 gegen Latzfoss und am letzten Sonntag wieder 0:3 gegen Lana. Kassierte also in den letzten 270 Spielminuten 12 Gegentreffer und erzielte kein einziges Tor. Auch das Hinspiel verlor Neumarkt gegen Freienfeld mit 0:1. Trotzdem ist Kapitän Matthias Greif zuversichtlich. Es wird das letzte 2 Spiele noch mal richtig spannend werden. Ja, wir haben zusammen den Anschluss verloren die letzten Wochen. Und jetzt heißt es noch mal, obwohl die Form momentan im Keller ist, die Moral logisch auch noch die 2 letzten Spiele. Und wir müssen beißen und schauen, zumindest die letzten 2 Spiele noch das Nötige rauszuholen. Ganz sicher ist es ja noch nicht, dass 4 Mannschaften absteigen, denn sollte sich Levico in der Serie D noch retten und gleichzeitig die zweitplatzierte Südtiroler Mannschaft das Landesliga-Entscheidungsspiel gegen den Sieger aus dem Trentino gewinnen, dann müssten nur 3 Clubs in die erste Amateurliga. Übrigens auch der Kampf um den 2. Tabellenplatz zwischen Lana und Parchins und eventuell auch Stegen ist noch zu entscheiden. Hier der 29. Spieltag in Überblick. Neumarkt spielt gegen Freienfeld, Stegen gegen Stern. Passaia hat Meister Paus zu Gast. Latzfons Verdienst spielt gegen Lana, Farn gegen Parchins, Leifers gegen Brunner, Knatz gegen Saluren und Blose gegen Moos. In der Tabelle, da führt ja St. Pauls mit 70 Zählern. Auf Platz 2 Lana 57, Parchins ist Dritter mit 56. Und ganz unten in der Tabelle, Neumarkt, Schlern und Freienfeld kämpfen noch um den Klassenerhalt. Farn, Natz und Moos sind hingegen schon abgestiegen.